Also ich kann diesmal nicht die geringste Bildung von Druckstellen empfinden. Das liegt vermutlich an der eingesetzten Korkausballung, die diesmal der Zuchtschneider Zapke vorgenommen hat. Übrigens bin ich seit dem frühen Morgen voller Verständnis für jede Art von Armut. Vorhin zum Beispiel kamen mir zwei stinkende Männer entgegen. Ich hatte sofort Nachsicht mit ihnen. Sie sind Wohnungslose, sie haben keinen Bart und keine Empfindlichkeit mehr. Man muss ihr Elend hinnehmen, wie man Elend immer hingenommen hat. Na, mein Süßer? Hallo, Gunhild. Das ist ja eine Überraschung. Was machst du hier? Ach, weißt du, ich laufe mal wieder mit der Idee herum, es müsste etwas Besonderes mit mir geschehen. Verstehst du? Gunhild, das ist die Frau, die nichts hört, nichts sieht und nichts denkt. Aber es passiert nichts. Natürlich will ich gar nicht, dass etwas mit mir geschieht, aber ich stelle es mir immer wieder vor. Das ist meine persönliche Verrücktheit. Wieso persönlich? Weil meine Verrücktheit nicht öffentlich ist und weil ich sie beherrschen kann. Ich fürchte mich ein wenig vor Frauen, die Gunhild, Gerhild, Michthild oder Brunhild heißen. Und ich fürchte, dass ich ohne innere Genehmigung auf dieser Welt bin. Genau genommen warte ich darauf, dass mich verdammt nochmal jemand fragt, in einen Zirkus ob ich hier wirklich sein möchte. In einen Zirkus? Ja, warum nicht? Du würdest wirklich mit mir in den Zirkus gehen? Ja, klar. Du nicht? Nein, sonst müsste ich dauernd daran denken, dass mir nichts Besseres als ein Zirkus eingefallen ist. Ich muss gehen. Ja. Tschüss, mein Lieber. Mach's gut. Ich hab's eilig. Ciao. Sie ist so. In solchen Situationen muss dann Gunhild immer plötzlich ganz dringend weg. Tja, und das ist das eigentlich Sympathische an ihr.